So Leute, jetzt haben wir ein bisschen ein schwieriges Thema. Und zwar diese ganze Hormongeschichte. Primär Insulin und Wachstumshormone. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was die beiden Hormone sind und was die machen. Real Natural Bodybuilding by the Sports Scientist. Also ich muss erstmal dazu sagen, ich bin kein Ernährungsexperte, sondern ich bin ein Sportwissenschaftler. Das heißt, ich kenne mich mit Theorien relativ gut aus. Ich weiß, wie man Sport veranstaltet und hier und da. Erstmal muss man natürlich unterscheiden, wenn ich eine Belastung einführe, werden natürlich gewisse Hormone produziert, die natürlich meinen Testosteronspiegel so weit nach oben bringen. Und natürlich mein Muskelwachstum begünstigen. Das ist natürlich auch der Grund, warum man immer wieder sagt, okay, wenn jetzt die Glykogenspeicher leer sind, müssen die natürlich auch nach dem Training wieder aufgefüllt werden, damit natürlich die optimale Produktion von Testosteron dann soweit gewährleistet werden kann. Vielleicht nochmal, um deine Frage genau zu beantworten, es macht natürlich auch Sinn, wenn man natürlich die Kohlenhydrate, also wir reden jetzt wirklich von Muskelaufbau und nicht von einer gewissen Diätform, wir reden jetzt wirklich in einer Off-Season-Form, wenn ich dann nach dem Training die Kalorien, die ich natürlich möglichst verbraucht habe, über Einfachzucker nach dem Training wieder zuzuführen, um natürlich einen gewissen Insulinspiegel dann soweit anzuheben. Das heißt, Insulin wird ja erst immer dann ausgeschüttet, wenn natürlich mein Blutzuckerspiegel steigt, und Insulin ist eigentlich dafür verantwortlich, damit wieder der gewisse Blutzuckerspiegel wieder sinkt. Das ist der Grund, warum man eigentlich erstmal schnell verdauliche Kohlenhydrate nach dem Training zuführt, um eigentlich die Glykogenspeicher optimal aufzufüllen wieder. Genau, also ich sage mal nochmal, so wie ich das immer gelesen habe, ja, in Biochemiebüchern und, ja, sobald Einfachzucker den Blutkreislauf entert, also in den Blutkreislauf kommt, sagt der Körper, hey, raus mit diesem Zucker, ich will den da nicht drin haben. Dann wird aus der Schilddrüse, ich meine natürlich aus der Bauchspeicheldrüse, wird dann Insulin ausgeschüttet. Dieses Insulin sammelt dann die Kohlenhydrate ein und lagert dann in den Glykogenspeicher ein, ja, und es ist so, wissenschaftlich erwiesen, je höher, ja, die Sättigungsrate des Glykogenspeichers ist, ja, das heißt also, je voller der Glykogenspeicher ist, je mehr Kohlenhydrate im Endeffekt in den Muskelspeichern sind, desto höher ist unterm Strich auch die Proteinsynthese. Ja, das heißt also, vollere Glykogenspeicher, ja, erhöht die Proteinsynthese. Das heißt also, wenn der Glykogenspeicher voll ist, dann wird aus dem Protein, was ihr zuführt, mehr neue Muskelmasse errichtet oder zusammengebaut. Das heißt also, es macht auch gar keinen Sinn, auf Dauer beispielsweise oder auch in der Muskelaufbauphase Low Carb zu machen oder die Kohlenhydrate wegzulassen. Dann ist euer Glykogenspeicher leer und dann werden viele dieser Proteine, die ihr zuführt, gar nicht ordentlich in der Proteinsynthese zu neuer Muskelmasse konvertiert. Ja? Dann finden andere Prozesse statt und es macht dann alles keinen Sinn. Das heißt also, ich würde es auch gar nicht mehr zu krass auf diesem Hormonthema rumreißen. Ja, das ist nämlich ein schwieriges Thema. Das ist wirklich schwer. Und da sind sich auch nicht mal die Experten einig. Ja? Da gibt's, genau, sagen 10 verschiedene Biochemie- oder Ernährungswissenschaftler und die ganzen Professoren und so 10 unterschiedliche Dinge. Ja? Das heißt also einfach nur, haltet euch primär an eure Kalorien, haltet euch an eine gewisse Makronährstoffverteilung und vom Timing her tendenziell die Kohlenhydrate ums Training rum, also 2-3 Stunden vorm Training, direkt nach dem Training und auch morgens. Aber das Timing, es ist kein extrem kritischer Faktor, sage ich immer. Ja? Nein, weil einfach alleine, wenn ich das zuführe, wirklich die Aminobilanz ist ja ungefähr für 48 Stunden erhöht. Genau. Das heißt, ich muss nicht unmittelbar nach dem Training muss ich meine Proteinsynthese wieder komplett auffüllen, sondern ich kann das auch langsam dementsprechend
machen. Für mich ist das einfach ein sehr, sehr wohltuendes Gefühl, wenn ich dann wieder ein pralles Gefühl habe. Das heißt, ich führe sofort nach dem Training wieder meine besagten Kundenrate zu. Das muss jeder auch für sich entscheiden. Aber kurz nochmal ein Punkt, warum dieses Thema nicht so einfach zu beantworten ist, ist einfach der, es gilt, in der Sportwissenschaft gibt es zigtausend Theorien. Und es ist immer einfach, eine Theorie zu entwickeln. Aber man wird es kaum schaffen, oder es gibt sehr, sehr wenige Theorien, die allgemein, wirklich allgemein gültig sind. Und es ist relativ einfach, auf dem heutigen Stand eine Theorie, einen Gegenbeweis zu liefern, damit natürlich die allgemeingültige Theorie nicht mehr allgemeingültig ist. Und über diese Theorien, die eigentlich die Sportwissenschaft und die ganze Theorie dann soweit untermauert, ist auch der Grund, warum es unterschiedliche Meinungen auf diesem Gebiet einfach gibt. Weil es gibt, auf dem heutigen Stand gibt es zigtausend Gegenbeweise, warum eine einheitliche Theorie nicht mehr funktioniert heute. Ganz einfach ausgedrückt. Ja, und ich würde auch sagen, dass wir jetzt im nächsten Video genau dieses Thema ansprechen, und zwar Theorie versus Praxis und unterschiedliche Wege für nach Rom. Bis gleich. So, liebe Freunde, wir haben jetzt im Anschluss zum letzten Video das Thema Theorie versus Praxis und auch persönliche Präferenz. Und da würde ich jetzt einfach mal einsteigen. Und zwar haben wir gerade besprochen, du, wie sieht's denn aus mit beispielsweise, wie lange vor dem Training nimmt man die letzte Mahlzeit zu sich? Und du hast... Ich habe ungefähr eine halbe Stunde, beziehungsweise wir haben ja noch ein bisschen gequatscht.